Für wen bin ich die Deutsche? Das Deutsche in mir, das ist für mich eine Frage der Mentalität und auch der Moral. Wie kann es sein, dass ich eine Österreicherin bin und hier in Ustjorna in der Ukraine lebe? Für mich ist die deutsche Sprache vor allem eine emotionale Sprache. Eigentlich ist das komisch, da Russisch meine Muttersprache ist. Vom Gefühl her fühle ich mich mehr deutsch als ukrainisch. Mein Vater ist zwar Ukrainer, aber ich kenne ihn nicht. So gab es niemanden in meiner Familie, der ukrainisch war. Ich denke, dass die Muttersprache nicht diejenige ist, die offiziell in der Stadt ist, in der man aufgewachsen ist, sondern diejenige, in der man denkt. Seit meiner Kindheit bin ich es gewohnt, mehrsprachig zu sein. Zu Hause spreche ich mit meinen 7 Geschwistern und meinen Eltern den transkarpatischen Dialekt. Einen Mix aus ukrainischen, ungarischen, slowakischen und deutschen Wörtern. In meiner Kindheit verbrachte ich viel Zeit im Zentrum der deutschen Kultur. Denn zunächst wurde das Zentrum von meiner Großmutter geleitet und seit 2006 von meiner Mutter. Ich lerne vor allem Deutsch, weil ich es einfach möchte und es mir Spaß macht. Es spielt für mich beim Lernen auch keine Rolle, dass mein Hintergrund ein Deutscher ist. Als ich ungefähr 14 war, habe ich mich oft gefragt, wer ich bin. Ich habe mich einsam gefühlt und habe außer mit meinem Vater mit niemandem darüber gesprochen. Nach einiger Suche bin ich darauf gekommen, dass das Deutsche am stärksten in mir ist. Das hat wohl mit der Art zu tun, wie ich denke und fühle. Deutschland gefällt mir und ich verstehe, dass es dort viel mehr Perspektiven als in der Ukraine gibt. Aber es gibt etwas, was ich in Deutschland nicht kaufen und nicht bekommen kann. Meine Familie, meine Freunde, meine Erinnerungen und meine Geschichte. Mein Traum ist, die deutsche Sprache und Kultur zu verbinden und mich weiterhin dafür zu engagieren. Ich habe mir unterdessen ein Stück in Deutschland selbst geschaffen. Ab und zu besuche ich die evangelisch-lutherische Kirche und im deutschen Zentrum musiziere ich und spreche ich Deutsch mit anderen. Ich kann sagen, dass ich die Ukraine liebe, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Aber ich bin eine in der Ukraine lebende Deutsche. Ich liebe beide Länder, respektiere deren Kultur, Sitten und Sprache. Schöne, bringet Wein zu mir, bringet Wein zu mir, ich werd Durste hier. Komm, du Schöne, bringet Wein zu mir, denn mir ist nach Wein und Wein. Ach komm, du Schöne, bringet Wein zu mir, bringet Wein zu mir, ich werd Durste hier. Komm, du Schöne, bringet Wein zu mir, denn mir ist nach Wein und Wein. Die Suppe, der Lock und das Fleisch, ich mach, so wird es immer sein. Die Nacht ist jung und der Teufel lacht, komm, wir schenken uns ihr Zeit.